Es ist geschehen. Endlich haben wir die Blütezeit der Wissenschaft erreicht. Täglich werden neue Erfindungen geschaffen. Die Zeit ist reif. Und auch Sie, werte ZuhörerInnen, können mit Ihren Ideen glänzen. Unser heutiger Gast präsentiert uns stolz seine neueste Erfindung, den Quantenpolydrom-Hybrid. Amateure. Geschafft. Nach 5 Tagen Arbeit ist er endlich fertig. Der Dimensionsteleporter ist einsatzbereit. Zuerst muss ich den Generator einschalten. Perfekt, er läuft. Kann ich jetzt den Quantenwellen-Subempfänger ausfahren? Dann den Meditox-Zahntoaster aktivieren. Natürlich darf die Speicherkarte dabei nicht fehlen. Jetzt muss ich noch den Subwellenhebel umlegen und die Koordinaten in den Hyperproximierer eingeben. Fertig. Wenn meine Berechnungen stimmen, was sie natürlich immer tun, dann sollte jetzt alles startklar sein. Marvin, die Schutzvorrichtung. Die jetzige Energie sollte für einen Testlauf reichen. Dann mal los. Die Diagramme sind zwar noch ein bisschen hoch, aber die Gamma-Werte werden schon passen. Was ist das? Ist das ein Hut? Er ist spitz, aber das Material ist weich. Ist er handgefertigt? Aus Leder vielleicht? Nein. Das muss ein Material nicht aus dieser Welt sein. Das muss ich sofort mir notieren. Mit etwas Glück kann ich die Spuren austauschen und den Generator überprüfen. Dann habe ich morgen noch einen drauf. Überproximierer muss ich wieder aufladen. Selbst wenn ich die Spuren austausche, die Energie nicht reichen. Arbeite ich morgen. Der Hyperproximierer ist startklar und der Meditox-Zahntoaster zeichnet die Daten auf. Dann wollen wir mal. Was zum? Wow. Wie das glänzt. Was für hochwertige Schmiedekunst. In welchem Zeitalter sich das andere Universum wohl befindet? Die Gamma-Werte sind etwas angestiegen und liegen über der Norm. Der Sauerstoffgehalt ist unserem ähnlich. Habe ich jetzt wirklich ein Portal in ein neues Universum geschaffen? Mal gucken, wie der morgige Test ausfallen wird. Doppelte Spule ergibt doppelte Leistung. Heute kann ich 2 Durchläufe wagen. Funkelt. Was für eine wunderschöne Perlenkette. Wie viel die wohl wert ist. Was wird es wohl diesmal sein? Münzen? Rüstung oder eine neue Pflanzenart? Was ist das denn? Würfel aus Plastik? Nein, das sind bestimmt Kristalle. Und gleich 3 davon. Wert ist noch runtergegangen? Sehr merkwürdig. Ist das immer noch das gleiche Universum? Das muss es sein. Meine Berechnungen stimmen immer. Muss ich morgen weiterarbeiten. Die werden sich wundern. Mein Name wird Schlagzeilen machen. Im Laufe der letzten Woche ereigneten sich kuriose Diebstähle in dem berühmtesten Spielwarenladen der Stadt. Entwendet wurden dabei weder Geld noch Wertgegenstände, sondern lediglich vereinzelte Waren. Das Erstaunliche ist, dass der Täter keinerlei Spuren hinterließ und die Diebstähle an verschiedenen Tagen erfolgten. Kommen wir nun zum Wetter.